Seit 1. Januar ist das neue Pflegestärkungsgesetz in Kraft. Wir sind heute im Bundesgesundheitsministerium und treffen Karl-Josef Laumann, den Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung, um mit ihm darüber zu sprechen, was sich ändert für die Betroffenen und was neu ist im Gesetz. Herr Laumann, in Deutschland sind derzeit 2,5 Millionen Menschen pflegebedürftig. In rund 15 Jahren werden das etwa 3,3 Millionen sein. Was tut die Bundesregierung, um diese Menschen zu unterstützen? Wir wollen vor allen Dingen auch durch eine neue Definition unserer Pflegeversicherung eine neue Seele geben. Die jetzige Pflegeversicherung hat eigentlich ein sehr defizitorientiertes Bild von Pflege. Ein Mensch kann bestimmte Dinge nicht mehr, weil er zum Beispiel seine Hände nicht bewegen kann. Und dann ist eben definiert, dass wir ihm beim Essen helfen müssen, dass wir ihn waschen müssen, kämmen müssen. Aber bei dieser Definition von Pflege, wie wir sie vor 20 Jahren getroffen haben, kommt die Frage einfach zu kurz, wenn ein Mensch es immer wieder vergisst, das zu machen. Er kann zwar seine Hände noch bewegen, aber er vergisst zu essen, er vergisst, wie man sich wäscht, er vergisst sich überhaupt zu waschen. Das ganze große Thema Demenz, das wird im Grunde genommen stärker in diese Pflegeversicherung aufgenommen. 2/3 aller Pflegebedürftigen werden ja von ihren Angehörigen gepflegt. Was tun Sie für die? Ich glaube, dass wir die Leistungen zurzeit auch sehr passgenau für unterschiedliche Familien ausbauen. Denn ich finde immer so ganz wichtig, dass wir nicht als Politiker entscheiden im Einzelnen, wie der Pflegebedürftige versorgt wird, sondern dass wir als da die Vorstellung haben, es ist ein Pflegefall eingetreten, die Pflegeversicherung stellt eine gewisse Leistung zur Verfügung. Und Familien sollen sie auch so kombinieren können, wie sie es in ihrer ganz individuellen Lage brauchen. Das heißt, Leistungen werden verbessert. Woher kommt dafür das Geld? Ja gut, das Geld kommt natürlich dadurch, dass wir in dieser Wahlperiode den Pflegeversicherungsbeitrag um 0,5% erhöhen. Gemessen auf die Pflegeversicherung ist das eine Beitragserhöhung von 20%. Also selbst so ein langjähriger Sozialbürger wie ich hat noch nicht erlebt, dass wir den Beitrag für eine Sozialversicherung um 20% erhöht haben. Und was ich so spannend finde, ist, dass über diese Beitragshöhe niemand schimpft, sondern sie ist akzeptiert. Und wohin fließt dieses Geld? Ja gut, dieses Geld fließt natürlich einmal darin, dass wir die Leistungen der Pflegeversicherung jetzt zum 1. Januar schon um 4% erhöht haben, dass wir Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege miteinander besser verzahnen, sodass die Leute da eine höhere Wahlfreiheit haben, auch länger Leistungen bekommen können. Wir haben nochmal wieder die Betreuungskräfte in den Heimen aufgestockt. Schauen Sie, ab Januar können alle Heime in Deutschland zusammen über 20.000 zusätzliche Menschen einstellen. Da sind auch mehr Köpfe und mehr Hände für die alten Leute da über Tag. Und dann wollen wir natürlich jedes Jahr gut 1 Milliarde in eine Rücklage packen, wo wir sagen, das Geld soll weggelegt werden, wenn die geburtenstarken Jahrgänge mal in 20, 25 Jahren pflegebedürftig sind, dass der, wer dann in Deutschland für die Pflege zuständig ist, auch auf einen Sparstrumpf zurückgreifen kann. Sie haben das Pflegepersonal in den Heimen angesprochen. Was wird da getan, um die Mitarbeiter zu entlasten? Wir haben auch beim Pflegestärkungsgesetz 1 zum Beispiel sehr deutlich gemacht, in einem wirklich vom Bundestag beschlossenen Paragraphen, dass wir auch tarifmäßige Bezahlung in der Pflege wünschen. Denn die Pflegekräfte haben, finde ich, auch einen Anspruch auf eine faire Bezahlung. Wir sollten uns über jeden Menschen, der in Deutschland bereit ist, einen Pflegeberuf zu erlernen, sehr freuen. Denn wir werden jetzt viele Jahrzehnte vor uns haben, wo die Pflegebedürftigen jedes Jahr um 2, 2,5% zunehmen. Das heißt, wir müssen auch jedes Jahr 2, 2,5% mehr Menschen finden, die sich um einen Pflegebedürftigen kümmern. Was tun Sie, um noch mehr für diesen Beruf zu gewinnen? Wir wollen eine moderne Pflegeausbildung bei uns in der Bundesrepublik Deutschland. Pflegekräfte sind hochqualifizierte Menschen, denen wir auch etwas zutrauen müssen. Und deswegen haben wir auch einen Punkt angebracht, der in den Pflegeeinrichtungen ein Riesenthema ist, die Entbürokratisierung. Und deswegen sind wir zurzeit dabei, auch eine neue Pflegedokumentation in Deutschland in den Einrichtungen hineinzutragen. Heute schreiben wir alles auf. Wir schreiben auf, ob der Mensch gegessen hat, ob er getrunken hat, ob er zur Toilette war. Und die neue Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir schreiben einfach das nur noch auf, was nicht normal ist. Also man muss nicht jeden Tag dokumentieren, dass jemand kein Fieber hat. Wenn wir dann dokumentieren, wenn er Fieber hat, ist es auch gut. Das macht mir im Übrigen große Freude, diese Entbürokratisierungswelle, weil erstens kostet es kein Geld, zweitens sorgt es dafür, dass die Pflegekräfte sich wieder ernst genommen fühlen und natürlich dadurch wird auch ein bisschen Zeit gewonnen. Ich glaube, da reden wir von einem mächtigen Entbürokratisierungsschub in der Bundesrepublik Deutschland, der ganz konkret im Jahre 2015 stattfinden wird. Herr Laumann, danke schön für das Gespräch. Dankeschön.